Moin Freunde und willkommen zurück zu Wir gucken uns gegenseitig voll in die Fresse in WoW mit Tenendo. Hallöchen. Hi. Hi. Na? Was geht? Hi. Ja, muss ganz schnell los, Freunde. Wir freuen uns auf meinen nächsten Dungeon hier. Ich freue mich auch drauf. Was wird es nur werden? Wird es wahrscheinlich was werden, was wir schon gemacht haben? Wahrscheinlich. Ja. Möglich. Gepeinigter Geist. Oh, das klingt aber, das klingt schön. Oh, ja, das sind die Bösen, das sind die Falschen. Wir haben auch nette Geister, die retten wir. Ach so, böse Geister. Okay, da habe ich es verkackt. Böse Geister, nein. So. Wobei ich sagen muss, wir leveln ja jetzt momentan auch so in so einer Dreier-Kombi mit Tenkiel DD, wo du ja auch jetzt, ich sag mal, nicht wenig Invites bekommst. Leveln wir auch überwiegend mit Dungeons unsere Zandalari-Trolle. Und wir haben es geschafft, Wortel K zu skippen, ohne Oculus zu kommen. Und das ist. Das ist ein Grund zur wahren Freude, tatsächlich. Aber wir werden es nicht schaffen, Marauder hinter uns zu lassen. Es geht einfach nicht. Es hält uns fest. Oder waren wir hier noch nicht drin? Ah, ist ein anderer. Das ist ein anderer Teil, das ne? Ist, ja. Guck mal, hier ist nämlich orange und der letzte war lila. Ja guck mal da. So, was ist denn da los? Farben. Farben sind auch spektakulär und fantastisch, oder? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich bin da ganz klassisch. Eigentlich würde ich sagen schwarz, aber dann kommt natürlich, schwarz ist keine Farbe. Das ist der Klassiker. Das ist die Hauptantwort auf diese Frage. Darum sage ich immer rot und bleibe dann quasi undercover, weil es eigentlich trotzdem schwarz ist. Ja, das ist bei mir genau dasselbe. Geil. Und ich trete die Menschen immer, die dann sagen, es ist keine Farbe. Ja. Weil natürlich, sie haben recht, schwarz ist die Abwesenheit von Farbe, das stimmt schon. Aber blau. Ich bin auch so, ich bin, sag ich nur keinem, so wie du. Du bist ja so blöd und sagst den Leuten, dass du eigentlich schwarz lieber magst als blau, aber ich sag das keinem. Ich bin da Real Gangster, ich schrei dann East Coast und dann Drive-By und gib ihm. Westside! Würgen Ranke. Würgen-Jürgen. Nee, Jürgen-Würgen. Würgen-Jürgen. Man kennt ihn sehr genau. Ja, was ging noch, was gibt ihr? Nee, wir sind auf dem Weg zum neuen Raid. So, ich wollte gerade suchen, was bald abgeht. Ja, Tiegel des Sturms kommt bald. Am 17. Tiegel des Sturms? Was ist das? Ist das eine neue? Das ist der Raid, der neue. Also ein ganz neuer Raid. Das ist jetzt keine neue Tür, die offen ist, sondern. Nee. Okay. Das ist der 815 Raid vom 815 Patch, in dem wir gerade ja. Crazy. Ich hab die letzten Raids habe ich noch nicht mal gemacht. früher hast du geradet, ne? Meinst du ja nicht so PvP-affin? Ich hab zu Wottelcard-Zeiten habe ich geradet. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nur aktiv Naxxramas, weil ich für alles andere nicht gut genug equipped war. Zu Legion hab ich Mythic ein bisschen mit meinen Kumpels alle zwei Wochen mal ein paar hintereinander durchgeballert. Aber das war dann auch schon. Neues Add-on habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, eine LFG Mythic gemacht für die Quest-Reihe wurde in Buralos da in diesem, ich weiß nicht, heißt die dann auch einfach Hafen von Buralos, die Instanz? Belagerung, glaube ich, ja. Oder genau. Belagerung von Buralos, genau. Oh, ändere meine Gestalt. Ja. Ich kriege immer nur so langweilige Kacke. Warum? Ja, aber weil du gerade von Naxxramas gesprochen hast, das ist ja Instruktor Rasovini Vidibus. Ist, aber das ist nicht der Typ, wo man tanzen musste, ne? Nee, ist der, wo du hier diese zwei Soldaten-NPCs übernehmen musstest und den mit denen dann tanken musstest, weil er so heftig fett Schaden gedrückt hat. Boah, ey, ohne Scheiß. Sollen wir nicht eigentlich mal hingehen und sagen, okay, wenn wir Level 60 sind, Level 70 sind, Level 80 sind, nämlich 90 und so weiter, dass wir einfach mal so ein paar Classic-Instanzen laufen mit einer Gruppe? Vielleicht haben die Zuschauer ja auch Lust. Ich hätte nämlich eigentlich mal Bock, so diese Raids von damals einfach mal nochmal zu machen, aber nicht mit Level 120. Das wäre super scheiße. Ja, super scheiße. Ja, wir gehen mit Level 120 an Kirai und schlachtest da einfach alle mit dem Schnippen ab, ey. Ja, geil, Temok. Ja. Ja, oder Temok nicht? Ist keine gute Idee, oder was sagst du? Ich halte es organisatorisch für schwer und das stimmt. An sich ist halt durch dann Todesritter und sonst was und Erbstücke ist es, glaube ich, auch ich will nicht sagen Kacke. Aber schon. Aber Blizzard ist ja dabei, ne? Es gab ja immer zum letzten Geburtstag, voll ist ewig her, gab es ja auch so Events, dass Onyxias Horde wieder hochskaliert wird. Es gab ja auch mal ein Geburtstagsevent, wo der ganze geschmolzene Kern
und so weiter spielbar war. Time Walk gibt es ja jetzt, Schwarzen Tempel, Ulua und so. Warum lassen die das denn nicht einfach mal? Warum bleibt das nicht einfach? Wenn die das eh schon gemacht haben, ist doch... Hä? Ja, weil es voll das Special Event sein soll. Ja, toll. Ja. Toll. So. toll. Ja, das Mann. Ist mal Kritik mit Hand und Fuß jetzt. Machst ja, du einen Beitrag? Einfach noch mal toll rein. Und toll. toll hier, weißt du, Mann. Mann. Nisch geht wieder. Nisch, toll. Also ich verstehe mich falsch, weil die Betonung nicht haben. Die denken, ich find's wirklich toll. Aber ich find's gar nicht toll. Ich find's toll. So. Du musst dann auch so einfach so einen wütenden Smiley, weil es so richtig... Eigentlich lacht der, aber mit so einem hier, was ist das, kleine, größere als Zeichen drüber. Das ist böse, das ist ganz schön. Ich meine, wir haben ja jetzt auch durch die Emojis ganz viele verschiedene mannigfaltige Möglichkeiten. Da mache ich einfach den Emoji, der rot im Gesicht ist, weil das drückt harte Wut aus. Harte Wut. Also im Gegensatz zur weichen Wut, ja, die dann an anderer Stelle zum Einsatz kommt. Die ist dann normalfarbig im Gesicht. Das ist schwierig, ja. Bei Erektionsstörungen muss man dann immer beide im Wechsel benutzen. Richtig, und richtig. Das sind dann ganz klare Regulierungen. Harte Wut. Emojis sind was ganz, ganz Mystisches. Ah, wir reden wieder gesunden Spaß. Ja, also es gibt Leute, die studieren sowas mittlerweile. Wir müssen eigentlich Geld nehmen für solche Weisheiten. Es stimmt eigentlich. Gesunden Spaß. Studium ist im Master besonders schwierig. lass mal über irgendwas reden. Erzähl mal, warte mal, was habe ich hier am Tisch? Ich habe hier einen Zettel, da steht 16 drauf. Was hältst du von der Zahl? Die Zahl 16 gibt mir einiges, weil ich es immer nicht abwarten konnte, 16, beziehungsweise dann im Folgenden ja auch recht zeitnah 18 zu werden. Und ja, seitdem ist mir egal, was passiert. Ist eigentlich wahr, ne? Obwohl 16 einfach ein Alter ist, wo du eigentlich weder geistig noch körperlich für irgendwas bereit bist. Ja. Also nicht für Alkohol und auch nicht für. Ja, das ist ja eigentlich alles. Du darfst ja nur Bier trinken mit 16, oder? Vielleicht auch Filme ab 16 gucken. Das ist auch nochmal. Oh. Das ist unsere Generation. Die nächste hat mit 16 das dritte Kind in der Röhre. Also, das ist ja. Das ist ja. Aber das ist ja auch noch meiner Generation an eigentlich. Also, das kommt mir ganz bekannt vor. Stimmt, ja. Das hat nichts mit Generation zu tun, nur wir sind anders. Das hat einfach mit Dummheit zu tun. Das ist, glaube ich, wieder was anderes. Sehr schön. Ach, Mann. Nee, da war letztens auf Insta so ganz mystisch. Ich weiß gar nicht, wer da ein Kind bekommen hat wieder. Weiß ich nicht. Der auf Insta ein Kind gekriegt hat. Einer hat ein Kind bekommen und der Top-Kommentar war hier von so ganz klassisch so junges Mädchen, Hundefilter drüber und du weißt, nee, klick nicht auf das Profil, du kriegst wieder Nervenschäden. Ja? Und die hat dann drunter geschrieben, boah, du bist so ein toller Vater und du gibst deiner Familie bestimmt alles und sonst was, ja. Und hat einer drunter geschrieben, Top-Kommentar drunter war, ey, wie alt bist du? Und dann dachte ich mir, komm, du klickst doch mal drauf, weil die ist so klassisch, da steht doch alles im Profil direkt drin. Wer so ein Hundefilterbild hat, der hat doch ganze Biografie. Ja, natürlich. 16 years old. Natürlich war es so. So. Und die gute Dame war 15. Und hat tatsächlich auch ein Kind gehabt, selber schon. Und lauter lustige Smileys und in love und boah. Und ach, als ob jetzt. Fotos und, doch, wirklich. Also das ist auch real. Ja, es ist wirklich greifbarer, als man denkt. Das ist doch nicht wahr. Und ich wünschte so sehr, es wären nur so unrealistische Stereotypen irgendwie. Aber davon gibt es auf Insta deutlich zu viele irgendwie. Ich weiß, dass sowas passiert. Ne? Ja. Also es gibt genug 15-Jährige, die so blöd sind, ne, und denken, man kann ja nur durch Küssen schwanger werden. Dann halte ich meinen Lörres rein und wird schon nicht. Wir küssen uns einfach nicht. So, ne, es gibt wirklich so Menschen. Das ist ja nicht mal lustig eigentlich. Das ist eigentlich traurig, eigentlich dass es solche Menschen gibt. Traurig, ja. Es ist sad. Aber dass ein 15-jähriges Mädchen ein Kind kriegt, ist in meinem Kopf gerade einfach nur, ich weiß auch nicht, wie soll ich das sagen? Ist wie als würde ein Hund sich um eine Katze kümmern. Oder? Was ist das für ein Vergleich? Ja, aber wirklich so. So ist es in meinem Kopf gerade. Ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, dass da so eine 15 rumläuft und dann guckst du an der runter und die hat einfach einen richtig fetten Bauch und du denkst, oh, ein Ben & Jerry ist zu viel gehabt. Und dann ein paar Wochen später ist sie wieder Schlange und du denkst, was ist denn da passiert? Ne? Durchfall gehabt oder wie? Und dann hat die auf einmal ein Kind auf dem Arm. Das ist doch unnatürlich, ey, mit 15 ein Kind kriegen, Mann.
Richtig problematisch wird es, wenn sie selber dachte, ist nur Durchfall. So, das ist dann eigentlich das Problem. Oh, ich habe Magen-Darm seit 9 Monaten. Das, oh, was ist denn jetzt los? Huch, jetzt, oh, jetzt habe ich wohl in die Hose gemacht. Hm. Soll ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen? Vielleicht bin ich inkontinent geworden. Und plumps ist Kind raus. Ja, hoppla, gucke, wo kommt das denn her? Gestern noch Plumpsack gespielt und heute bist du selber der Plumpsack. Wieder einmal zu viel am FKK-Strand eingeschlafen und dann... Boah, Alter. Andersrum eincremen nennt man das. Das ist ganz, ganz gefährlich auch. Ja, falsch hingefallen und so, ne? Kennt man. Falsch hingefallen. Ja. Ja, gut. Ja, ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Leben, wenn man 15 schon ein Kind hat. Hast du dein Leben eigentlich schon gelebt, ne? Mit 15 hast du ja alles schon gemacht. Hast schon dich besoffen bis zum Erbrechen. Hast schon Auto gegen die Wand gefahren. Hast schon 20 Partner gehabt, mit denen dann am Ende ein Kind gezeugt hast. Wer der Vater ist, ist auch so, ne? Wer weiß schon, wer weiß das schon. Also mit 15 für Kreisch. Ernsthaft? Junge, das ist mein Boy. Wow. Das ist einfach... Wow. Junge, der Schlimmwurzler, der hat's verstanden. Der hat's jetzt richtig gekriegt. Das war... Kreisch lässt sich nicht unterkriegen. Wow, ey, das kam ja aus nichts, Alter. Wahnsinn. Das ist... Pure Kreisch. Ich raste komplett aus. Was geht denn hier heute? Alle Leute leveln. Es ist einfach, wir haben einen Trend gesetzt, ne? Ja. Wir haben den Trend gesetzt. Das ist aber so ein Trend, den man ein paar Jahre später bereut, bestimmt. So. Das ist definitiv nicht... Regieren. Nein, nein, nein. Man bereut, wenn man mit 15 ein Kind gekriegt hat. Das bereut man. Aber Kreisch ist nicht gleichzusetzen mit zu früh ein Kind kriegen. Definitiv nicht. Lieber mit 15 eine Schildkröte holen. So. Und erstmal gucken, dass die erstmal überleben. Da hast du auch das ganze Leben lang was von. Ja, Schildkröten werden nun mal alt. Ja. Aber... Da musst du dir nicht für den Bauch aufschneiden lassen oder dein Unterleib zerfleddern oder so. So. Sehr nette Umschreibung für eine Geburt sehr übrigens. Sehr metaphorisch. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade schön vor, guckt so ein Pärchen so mit Kinderplanung so abends das Let's Play. Macht man ja so. In 3 Wochen ist es soweit. Ich freue mich so. Und dann die Vorstellung, wie es einfach dann passiert. Dann denkst du so, upsi, können wir das noch zurückdrehen? Hallo, sorry, ich möchte nicht. Im Kopf läuft so diese Geburt hier von den Urukai im Herr der Ringe ab, da unten im Zoom, wie es immer ist. Junge! Jetzt. Liebe Frauen, die gerade schwanger sind oder schwanger werden irgendwann, ich habe großen Respekt vor euch. Ja. Es ist wirklich keine einfache Sache. Wir machen uns zwar drüber lustig, aber es ist einfach, sich darüber lustig zu machen, wenn man es selber nie durchmachen muss. Deswegen ein Hut ab und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, aber dafür haben wir ja Schnupfen, Alter. Das muss man ja... Fairerweise jetzt mal. Dafür haben wir ja Schnupfen. Junge, die Frauen verstehen einfach nicht, was so schlimm an Schnupfen ist, ne? Es ist einfach, dir wird ein Weg zu atmen genommen. Es musst du mal überlegen. Das ist wie, als würde dir einer hinterherlaufen und dir die Nase zu halten. Du musst einfach durch den Mund atmen. Ja, Wahnsinn. Das ist also, widerlich. Das ist immer eine Form des Anstellens. Ich sage immer, Geburtsschmerzen sind nichts gegen den Schmerz, wenn dir dein bester Freund ein seltenes Mount wegrollt, was du schon ewig gefarmt hast. Das auch. Oder halt, wenn du halt Schnupfen hast und du schnufst ohne Ende ins Taschentuch, aber deine Nase wird einfach nicht frei. Das ist auch einfach Schmerzen. Kannst du nicht beschreiben. So. Endlos einfach. Wahnsinn. Du hast gerade eine offene Wunde wieder aufgerissen, macht keinen Sinn, aber eine alte Wunde wieder aufgerissen. Das noch mehr aufgerissen einfach. Die Schnupfenwunde. So. Da sind wir wieder beim Aufreißen, Freunde. So, gibt's hier aber neue Fähigkeiten eigentlich? Nö. Ach Quatsch, Fähigkeiten braucht man nicht. Schon gar nicht. Fähigkeiten sind auch eher so eine Modeerscheinung in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Die wollen den Worgen heilen jetzt hier, da sollen wir uns zusehen. Okay. Mit einer Guillotine, das ist eine gute Idee. Er ist geheilt. Der Kopf ist frei. Das ganze Böse spritzt heraus. Bibbers, Alter. Ja. Bibbers ist auch ein nicer Name. Bibbers ist auf jeden Fall der verlässlichste hier. Oh, guck, er kennt ihn auch hier. Bibbers Beauty Palace. Was macht Bibbers? Oh, ich glaube, Bibbers ist ganz schön am Arsch gerade. Oh, oh. Was ist denn hier los, Bibbers? Er ist jetzt gleich ein Ex-Bibbers. Er ist ein Ex-Bibbers. Ist alles seine Schuld, sagt er. Oha. Er hat die Worgen hergebracht, Mann. Hab's immer gewusst. Ich wusste es immer. Ich wollte ihm noch eine Chance geben. Es berührt mein Herz gerade. Ja. Mir ist meine Schildkröte bei so weggerannt. No joke.
Ja, der ist nicht weggelaufen, du hast ihn zu Kresch gehen lassen. Ja, man muss immer die Fakten auch so beleuchten, wie sie auch wirklich sind, ne? Also, ja, der war halt im Garten und dann habe ich ihn halt vergessen, dann war er weg. So. Hab ich ihn halt vergessen, weg. Ja, schade. Fragst du dich nicht dann bei solchen Dingen, wo die Schildkröte gelandet ist? Weil die lebt ja auch ihr Leben lang und die wird sich ja irgendwie ernähren, oder nicht? Ja, die ist bestimmt, die hatten neben anderen direkt so einen Wald und da lebt die jetzt als König vermutlich. Also, ja, Kresch. So Bowser-mäßig einfach. Bowser. Stell dir mal vor, so eine riesengroße Schildkröte im Wald, die über alles herrscht und so weiter. Kommt dir das nicht bekannt vor? Hm? Nee, völlig fremd. Mir ist diese Situation fremd, muss ich ehrlicherweise sagen. Mann, ey. Manno, was denn hier? Das sind gar nicht alles Questziele. Super Scheiße, hasse ich, ne? Hasse ich für die Pest, dass du jetzt hier noch andere Viecher umbringen musst und klar die Hälfte davon zählt. In Classic war das nicht so. Ja, da hat's nämlich nicht mal die Maximalstufe zu kommen, da war alles Grind. Ja. So. Da hast du das Problem. Warte, bleib mal stehen. Ja. Ich mach das jetzt. Oh. Jo. Professionell. Jetzt sagen wir nicht, das ist AOE. Ich dachte, der greift nur. Oder ist das, weil es laut war? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich denke, weil es laut war, ja. Das hat die wütenden Skelett-Nachbarn hier, die können das gar nicht leiden. Was haben wir hier noch für eine Quest? Überreste von Morbin Teufel. Lass da mal hin. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt 20 Gude töten müssen, Alter. Und auch keine Zeit haben. Der Morbi! Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hier gab es diesen fetten Elite-Mob mit einer der ersten fetten Gruppenquests neben Hogger für die Allianz. Mit Morladim, der dieser heftige Elite-Skelett-Typ war. Stimmt, der hier alle weggepuncht hat. Ja, Mann. Ja, vielleicht hat ja Morladim etwas mit Morbin Teufel zu tun, aber vielleicht wer auch mit weiß Aladdin. Das schon. Das kann vielleicht auch mit Aladdin oder dem Teppich. Arabische Nächte. Und die Tage vergehen. Ich weiß nicht, wie der Text ging. Aber nee, das weiß niemand. War eine geile Serie, Junge. Es war halt auch arabisch, ne? Das versteht man nicht. Das heißt auf Deutsch, Aladdin ist cool und er hat jetzt eine Serie, eine eigene. Hä, was denn jetzt? Wieso bist du so ein Professor, Junge? Das bin ich die ganze Zeit, Mann. Nee, ich hab mich auch verwandelt in so Prof-Seuchenmord from the Eiskron-Zitadelle. Sollen wir nicht mal die Gestalt wechseln? Ich finde meine langweilig. Mach nochmal, setz das nochmal neu. Kann ich nicht, es hat eine Stunde Cooldown. Eine Stunde? Du hast ja, da 15 Euro für ausgegeben und du hast eine Stunde 10. Cooldown? Ja, ja, Wahnsinn. Okay, wenn es so 10 Euro waren, dann ist schon cool. Da kann man jetzt nicht meckern. Also für 10er ist ja. Es ist ein Wunder, dass überhaupt funktioniert. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, das stimmt wohl. Guck, hier liegt er sogar. Cookie. Schön. Morladim, da ist er. Das verwitterte Grab. Morladim. Morladim. Darf es doch etwas Morladim sein? Haha, ja. Ein Hau mich selber nachher. Darf es doch Morladim sein. Es ist auch wichtig, sich ab und zu selber einfach komplett zu verbuddeln. Ja, jetzt zum Beispiel. Geh einfach ins Wattenmeer, stell dich einfach rein und warte. Dann brauchst du nicht mal arbeiten fürs Verbuddeln. So. Boah, ich habe mal so viele Wattwürmer gesehen, ne? Wahnsinn, Alter. Und da warst du nicht mal im Wattenmeer, ne? Nee, das war bei mir länger nicht gewaschen und dann waren die einfach am Rücken. Hast du einfach gewartet, bis deine Schildkröte irgendwann wieder kam und zwar tot. Und da waren da ganz viele Würmer dran. Sie kommt tot wieder, Alter. Ja, bald kommt ein neuer Film ins Kino, Friedhof der Kresches. So. Und da bin ich schon mal gespannt, wie der wird, ne? Ich bin auch, also bin richtig gebügelt schon deswegen. So richtig flach und knitterfrei einfach vorbereitet. Gebügelt. Einfach geil. Ich muss aber ehrlich sagen, ne? Ich finde gerade kacke, dass wir 20 Viecher töten müssen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir erst zurückgehen müssen mit der Quest und dann wieder herkommen, aber das 20 ist echt seltsam. Ich meine, zu zweit geht's jetzt schnell mit Tank und so, aber. Ja. Hat schon so ein bisschen Classic-Ausmaße, ne? Weil. Ja, aber dann würden wir uns ja nicht beschweren. Dann würden wir ja jubeln, weil das bekanntlich Beste ist. Stimmt. Alles. Classic, Beste. So. Schon. Höre ich da jetzt wieder Worte? Nein, oder? Ich bestätige doch nur, was du sagst. Sollen wir nicht wirklich zurückreiten kurz und gucken, was abgeht? Ja, gut, jetzt fehlen halt noch 4, ne? Also sorry. Die 4, die müssen wir nachher dann wieder töten. Dann machen wir das. Ich hab die nämlich schon an meinem Arsch. So. Aber an sich hätten wir das vermutlich checken sollen. Ja, man ist ja hinterher immer schlauer. Und es wird in diesem Fall nicht anders sein, könnte ich mir vorstellen. Ach, auf jeden.
Junge. Ich hab, das kann ich auch nochmal erzählen, ne? Ich hab heuer geduscht ausnahmsweise. Wahnsinn. Und ich hab Seife ins Auge gekriegt, ne? Und ich war, warte, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt gleich 5:30. Ich war so gegen 9 Uhr duschen und seitdem an brennt mein Auge. Ich glaube, das ist nicht gut. Das, aber meine Frisur sieht dafür heute richtig scheiße aus. Ja, das ist doch dann wenigstens ein fairer Ausgleich. Na, siehst du. Dann hat man wenigstens auf beiden Seiten was gewonnen, weißt du? Zum einen ist man blind und zum anderen ist dann sowieso egal, wie die Frisur aussieht. Man kann nur gewinnen. Es kann nur noch bergauf gehen. Win-win. Es kann nur bergauf gehen. Geil. Auch das. So, lauernde Licht, zack, zerab. Schreie der Toten, ich kriege hier Schild nach Schild nach Schild. Zicki, zacki, ich klemm fest. Schwester okay. Ewald. Nee, Elixen. So. So, wo ist denn da denn hörst, hier? Hörst du das hier, die Statue? Oh, nicht schon wieder, ey. Boah, oder? Junge. So der, nervig, Junge. Der Typ, wie hieß er, Frederik? Ich reite den kaputt, Junge, mit meinem Schreiter. Das sieht eher aus, als würdest du ihn begatten. Ja, das ist manchmal sehr nah beieinander. Gerade wenn man keinen Kiefer mehr hat. Sollte man das alles ein bisschen anders so wie das ist wahr. Ich weiß gar nicht mehr, wir müssen jetzt Tschüss sagen. Sollen wir beide gleichzeitig Tschüss sagen? Ja, okay, wir sagen gleichzeitig 3, Tschüss. Aber 2, ohne Feuer 1, zu zählen. Tschüss. Okay. Tschüss.